Ja. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich finde es lustig, dass der Berg halt im Hintergrund, dieser kleine Hügel, immer größer wird, weil vorne es einfach immer niedriger wird. Das hat was. Das ist zwar eigentlich ziemlich logisch an sich, aber es ist trotzdem lustig anzusehen, wie der Berg immer wächst. Davon geht schon die Sonne auf. Richtig schön. Schön. So, und wir stecken Kloß im Hals. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich mal wieder erkältet bin. Was heißt hier vielleicht? Der Grund scheint mir, aus welchem Grund auch immer, relativ plausibel zu klingen, dass ich einen Kloß im Hals habe, weil ich erkältet bin. Vielleicht ist da was dran. Egal. Auf jeden Fall hier mal wieder weg machen. Wir buddeln uns quasi durch den Berg. Wenn wir hier mal waren. So. Noch eins tiefer. So. Ach ja, toll. Ich habe ja die Schaufeln extra unten in die Inventarleiste reingeholt. Ach so, wow, das ist ja der hier, ne? Diese Höhle hier immer. Okay, wir haben schon gar keinen Platz mehr im Inventar. Auch gut. So, jede Menge Kühe. Gehen wir erstmal rein und zwar die Erde. So. Und jetzt. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Weil das jetzt gleich schon so. Hier wieder zwei vor. Ja, eigentlich auch nur ein vor. Weil wir dann hier auch nur ein vorgehen. Und hier noch ein vor. Ne, hier dann schon wieder zwei nach hinten rein. Oh, hoppla. Und dann hier wieder einen. Doch, das klingt, das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus. Also wieder so das klassische Erdefarmen. Wenn man sagt, ja, ich farm Erde, ich lege jetzt das und das tiefer. Und man feststellt, dass da nur noch Stein drunter ist. Ja, das sind so die Minecraft-Momente, die wahrscheinlich jeder kennt. Wo man sich dann so im Nachhinein so denkt, Alter, warum habe ich das angefangen? Das ging ja bei einigen meiner Bauwerke so, die ich in die Welt gesetzt habe. Wo man sich dann am Ende immer noch fragt, warum habe ich das eigentlich angefangen? Es ist nämlich ziemlich abnormal teilweise. Was für Ideen man mal kommt,
total denkt, ja, das wird total toll, das schaffe ich auch. Und dann so mitten drin denkst du so, oh Gott. Ich bin überfordert. Ich bin gespannt, zu wie vielen Momenten dieser Art es hier drin, oh, hallo Huhn, kommen wird. Zu vielen, glaube ich. Weil ich bin ein Fan davon, alles mit allem zu verbinden. Auf möglichst effiziente Art und Weise. Das heißt auf Deutsch, es wird eine U-Bahn geben. Und vermutlich auch eine funktionierende Bahn im, also so eine Art logistisches und logisches Bahnsystem im Nether. Alles nach Möglichkeit auf hohe Effizienz aus. Und gleichzeitig soll es natürlich auch mega geil aussehen. Das schließt sich meistens in sich selbst aus. Und wenn sich es nicht ausschließen soll, ist das mit einem, ja, riesigen Zeitaufwand automatisch verknüpft. Was die Sache ziemlich ätzend machen kann. Hallo Huhn. Müssen wir hier was zeigen? Das ist mal wieder auch anders. Mal auch wieder so. Darum bin ich irgendwie so ein kleiner Fan geworden hier. Okay. Oh Gott, oh cool, das sind Schafe. Ihr kommt mir gerade recht, ich brauche eine Ablenkung. Rennt doch nicht alle weg. Soll ich doch nur einmal kloppen? Das überlebt ihr doch. Da oben ist noch eins und da unten ist auch noch eins. Gehen wir erstmal zu dem oben. Nein, du bewegst dich jetzt nicht! Und oh, da unten sind sogar zwei. Okay, supi. Da oben turnt auch noch eins rum. Ich glaube, je mehr Grün auf der Welt, desto mehr freundliche Tiere spawnen auch. Also hoffe ich zumindest. Hallöchen. Ich möchte ihn nur an die Wolle. Okay, das von hier aus gesehen sieht die Burg echt merkwürdig aus, weil die Türme alle fehlen. Die Türme sind ja auch noch nicht fertig. Die sind nur abgesägt, weil da noch was anderes drüber kommt. Dass alles noch in einem Guss sein wird, dort oben. So, ich habe nur noch eine Spitzhacke. Mal wieder. Super. Das ist umwerfend. So. Gut. Machen wir das mal so. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier unten tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt Spawner haben kann. Weiß ich gar nicht. Und falls ja, dass ich noch keinen gefunden habe. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, kamen die eigentlich in der
1,04 noch dazu. Das kann ich jetzt aber noch nicht so exakt sagen, ob das stimmt oder ob mich da meine Gedanken täuschen. Nee, nicht immer hier kommen dann der Steine rein. Okay. Brauchen natürlich erstmal wieder die Spitzhacken und dann machen wir auch wieder noch neue Schaufeln. Das machen wir jetzt einfach mal so. Zack. Und hier rein tun wir. Wir können hier nichts mehr rein tun. So. So passt das jetzt. Habe ich beschlossen. Ja. Gut, irgendwie ist es noch ein bisschen komisch, aber das gibt sich hoffentlich dann wieder. Das werde ich dann hoffentlich noch gut finden. Und davon ist ein Schaf. Aber ich kann keine Wolle mehr aufsammeln im Moment. Mein Inventar ist voll. Einzige, wie ich das erreichen. Okay, das Schaf ist eh wieder weg. Ja, super. Oh nein, es wird's dunkel. Oh Gott. Seht ihr das hier, was ich sehe? Eine riesige Lochebene. Ich freue mich umwerfend darauf, die alles auszufüllen. Das heißt, wir könnten auch das Prinzip der Mauern anwenden und da eine Mauer hinziehen. So, wenn hier eine Stadt hinkommt, so als in einer Stadtmauer. Aber eine Stadt sind rein logisch eigentlich die Berge alle total im Weg. Weil, wofür eine Stadtmauer bauen, wenn da ringsherum so hohe Berge sind, von denen man von oben perfekt alles reinschießen kann. Eine Stadtmauer rentiert sich nur in der Ebene oder zusätzlich auf einem Berg. Nie aber unten neben einem Berg. Und ich sehe rein gar nichts mehr. So. Warum mache ich das? Ach, ich glaube, ich wollte Platz im Inventar haben. Deswegen einfach hier mal das so gemacht. Das ist in die Ebene aufgefüllt. Okay, also es sind ja letztendlich eigentlich nur noch 4 Blöcke, die das Ganze hier niedriger muss. Aber wir sind jetzt hier eh bald schon auf Tiefpunkt-Level. Und genau wegen solchen Passagen wäre eine Stadtmauer hier drin ziemlich blöd. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich klar einen Zaun bauen, einfach weil, damit hier drin, also damit innerhalb einer gewissen Fläche, die ich einmauern werde, keine Monster spawnen mehr, also keine Monster mehr spawnen können. Zumindest an der Oberfläche.